Einfach habe ich das persönlich überrascht von deinem Schweiz-Bild, dass das in diesem Land solche Meinungen kursieren? Ich werde so oft gefragt, ob die Spanier toleranter sind oder die Engländer oder die Schweden. Also ich kann zum einen mal, um das mit dem Schweiz-Bild zu erklären, für mich, ich würde nie wagen, ein Land aus seiner Toleranz oder Intoleranz zu reduzieren. Die Aussage, die da getätigt wurde, stößt bei mir wie bei den meisten lächerlichen Aussagen auf. Aha. Und mehr habe ich dazu auch nicht wirklich zu sagen. Ich frage mich dann nur immer, und das klingt jetzt vielleicht zynisch, aber so meine ich das gar nicht. Ich frage mich dann immer im tiefsten Inneren der Personen, die sowas sagen, die müssen doch wissen, dass das eigentlich ein Schwachsinn ist. Also ich verstehe schon, dass man irgendwie eine Meinung hat und die muss man nach außen vertreten, das verstehe ich. Und dass man das irgendwie untermauert, verstehe ich auch noch. Aber ich weiß nicht, wurde das schon wissenschaftlich belegt, dass es am Hirnlapp liegt? Weil wenn nicht, dann würde ich diesem Mann anraten, da kein Geld zu investieren. Ja. Aber macht das auch noch wütend, wenn du solche Dinge hörst, oder stehst du da? Nein, mich macht das insofern nicht wütend, weil diese Menschen sich selbst haben meinen Job schon erledigt. Und ich denke, was man hier auch noch erwähnen kann, gestern haben fast alle Parteien in Bern, im Nationalrat, haben sie den einen Politiker, der diese Äußerung getätigt hat, haben sie wirklich von links bis fast rechts, haben sie ihm einen Waschlappen überreicht und haben ihm an die Bundesverfassung überreicht